Du fragst dich vielleicht, wie du eine tiefe Bauchatmung lernen kannst und wirklich richtig tief atmen kannst. Nun, in diesem Video zeige ich dir anhand einer ganz praktischen Übung, die garantiert funktioniert, wie du deine Atmung tief in den Bauch bekommst. Legen wir gleich los. Fast jedem Sänger und vielleicht auch dir ist es schon mal so gegangen, dass uns einfach während des Singens die Luft ausgegangen ist und dann unsere Stimme wie so ein abgewürgter Motor zum Schluss klingt. Das möchten wir vermeiden. Wir möchten also eine tiefe Atmung, sodass wir wirklich tief einatmen, viel Luft zur Verfügung haben, damit wir dann auch lange Töne singen können, damit wir endlose Phrasen singen können, damit wir kraftvoll singen können. Und dafür ist genau diese Übung jetzt gedacht. Lass uns erstmal anschauen, wie die Atmung überhaupt funktioniert und was da passiert. Bauchatmung sagen ja viele, aber atmen wir wirklich in den Bauch? Wir werden es gleich feststellen. Also, du atmest natürlich entweder durch die Nase oder den Mund ein. Die Luft passiert dann hier den Kehlkopf, geht durch die Luftröhre, verzweigt sich in die Bronchien und die beiden Lungenflügel. Und warum macht sie das? Weil sich als erstes mal das Zwerchfell absenkt. Ja, das ist normalerweise so leicht nach oben gewölbt. Das teilt im Grunde den Körper hier in zwei Hälften. Das schließt komplett ab, ist also wie so eine Kuppel nach oben gewölbt, drückt gegen die Lunge gegen, wenn es entspannt ist. Und damit natürlich auch Luft aus der Lunge heraus. Jetzt muss ich erstmal das Zwerchfell aktiv absenken, sodass sich die Lunge ausdehnt. Und durch den Unterdruck, der dann entsteht, strömt dann Luft ein. Jetzt könnte natürlich auch hier der Brustkorb einfallen, weil der Unterdruck in der Lunge entsteht. Das macht er aber zum Glück nicht, weil die Zwischenrippenmuskulatur, die Rückenmuskulatur auch hier den Brustkorb schön weit halten. Das heißt, bei dieser Übung wirst du wahrscheinlich auch hier und da ein bisschen Spannung in den Muskeln spüren können, weil die ein bisschen arbeiten. Das ist auch gut so. Warum heißt jetzt die Bauchatmung eigentlich Bauchatmung? Denn die Luft geht ja in die Lunge und zum Glück nicht in deinen Bauch, denn wenn du in den Bauch atmest, dann musst du danach rülpsen. Die Luft kommt nämlich einfach wieder raus, die bringt uns überhaupt nichts im Bauch, also im Magen. Bauchatmung nennen wir das einfach nur, weil, wenn sich das Zwerchfell tief absenkt, es ja auf die Organe darunter drückt, die müssen irgendwohin ausweichen und da kommt normalerweise der Bauch nach vorne, weil das die beste Möglichkeit ist, für deine Organe auszuweichen. Deswegen sagen wir also Bauchatmung, du kannst es im Bauch spüren, wenn du tief atmest, weil eben die Organe weggedrückt werden und plopp, der Bauch ein bisschen rauskommt. Bei unserer heutigen Übung wollen wir einen Widerstand für unser Zwerchfell aufbauen, sodass das mehr ackern muss als sonst. Und das machen wir ganz einfach. Wir nehmen beide Zeigefinger, legen die hier von außen auf die Nasenflügel und verengen beide Nasenlöcher so, dass da immer noch Luft durchkommt, aber wir einen deutlichen Widerstand spüren, wenn wir durch die Nase einatmen. Mach das gleich mal mit mir. Atme mal tief durch die Nase ein. Und wie beim Singen locker durch den Mund wieder aus. Genau. Du solltest darauf achten, dass bei dieser Übung du nicht die Schultern nach oben ziehst. Ja, und dann dich hier verkrampfst, das wollen wir nicht. Lass die Schultern schön locker, sondern atme einfach ein. Dein Bauch, der wird ein bisschen rauskommen, ja. Das ist nur eine kleine Bewegung. Er sinkt wieder ein mit der Ausatmung. Gleichzeitig hebt sich auch natürlich ein bisschen der Brustkorb mit der Einatmung, ja. Das ist eine Vollatmung. Das heißt, du atmest in den Bauch und du atmest auch ein bisschen in den Brustkorb. Was du nicht möchtest, ist eine sogenannte Hochatmung, in der sich nur der Brustkorb hebt. Also so. Das ist auch eine paradoxe Atmung manchmal genannt, weil du den Bauch unter Umständen dabei einziehst und nur in den Brustkorb atmest. Das machen wir nicht. Wir sind nicht beim Militär, wir sind Sänger. Bei uns hebt sich der Brustkorb und der Bauch kommt heraus. Also probier es nochmal aus. Verenge die Nasenlöcher beide. Atme ein paar Mal tief durch die Nase ein. Und locker durch den Mund aus. Spür
Spür, wie sich dein Bauch mit der Einatmung leicht nach außen wölbt und locker wieder einsinkt mit der Ausatmung. Spür auch die Muskelaktivität mit der Einatmung an den Rippen und im oberen Rücken und wie sich die Muskulatur mit der Ausatmung wieder löst. Und lass ruhig die Schultern mit der Ausatmung auffallen. Löse mit der Ausatmung auch die Nacken- und Kiefermuskulatur. Und spür die Bewegung im Bauch. Jetzt hast du eine richtig tiefe Atmung in den Bauch gehabt und gleichzeitig noch ein bisschen die Muskulatur, ja, die sich oft gerne in unserem Alltag vielleicht durch den Stress anspannt, noch ein bisschen gelöst. Denn das ist auch wichtig, denn ich sage immer, aus einem freien Körper, da kommen freie Töne und gelöste Töne. Aus einem festen Körper kommen die festen und du möchtest natürlich die freien und leichten Töne haben. Jetzt, wo du tief in den Bauch atmen kannst, wäre natürlich der nächste Schritt, dass du dich noch damit beschäftigst, deine Stimme aufzuwärmen, dich einzusingen. Eine Aufwärmübung oder Einsingübung, die werde ich dir auf jeden Fall noch verlinken. Einerseits hier unten in der Beschreibung, andererseits in der YouTube-Karte, wenn das geklappt hat. Und ansonsten, wenn dir dieses Video geholfen hat, hey, dann teile es doch einfach mit anderen auf den sozialen Medien zum Beispiel. Dann hilfst du noch anderen und du hilfst mir als kleines Dankeschön dafür, dass ich dir jetzt geholfen habe. Wenn du Fragen hast oder andere Kommentare, bitte in die Kommentare. Daumen hoch, Kanal unbedingt abonnieren. Und wie wär's, wenn du dir dieses Video einfach noch speicherst in deinem Browser oder auch in YouTube, das geht auch. Und dann kannst du jederzeit zu diesem Video zurückkehren und die Übung mit meiner Anleitung nochmal richtig professionell machen. In diesem Sinne, atme immer weiter, was du schon ein ganzes Leben lang gemacht hast. Niemals damit aufhören, das ist das Geheimnis für ein langes Leben. Das habe ich dir jetzt auch noch verraten. Also, bis bald.